Okay, da komme ich offenbar nicht weiter. Ja, achso, da ist ein Schalter. Hier komme ich jetzt aber wirklich nicht weiter. Jetzt kann ich den Schalter auch nicht mehr anwählen? Ah, jetzt geht's, okay. Sinnlos. Hi. Code Yellow Alert. Intruder in Registration Medical Facility. Security respond. Okay. Wow, das sind die. Ich glaube, es sollen Leichensäcke sein. Es könnten aber auch. Ich habe keine Ahnung. Es könnte alles Mögliche sein. Außer vielleicht Vanillepudding. Aber der befindet sich vermutlich da drin. Hi. Come back when you've got a wound. Ach, verdammt. Mir fehlt ja nur Rüstung. Okay, dann. So viel dazu. Hurry, Parker. The miners are at the shuttle. Intruders in Docking Bay 2. Security to Docking Bay 2. Hoffentlich ist das Shuttle nicht so laut wie das U-Boot. Oh, ich glaube, jetzt kann ich erstmal ein bisschen zugucken. There they go. If only you'd been faster. Ja, da fliegen sie ohne mich los. Das ist übrigens Standard, das kann man nicht verhindern. Ist aber auch ganz gut, dass wir da nicht drin saßen. Sonst wären wir jetzt nämlich ein sehr klein geschnippeltes Grillhähnchen. That explosion blew out the docking bay door. Before you can enter, you need to activate the emergency doors from the control room. Dann gehen wir doch erstmal in den Control Room, wo niemand mehr ist. That did it. Once the docking bay is pressurized, the containment door will retract. Okay. Dann können wir jetzt wahrscheinlich runter und da rein. Security breach in geothermal plant number 4. Additional units requested. Where's my backup? Oh! There is no backup. Krass, wie riesig die Halle eigentlich ist. Sah von oben irgendwie kleiner aus, aber das ist ja immer so. Need help here. Goddammit. Okay, dann nehmen wir mal diesen kleinen handlichen Lastenaufzug, fahren mal nach unten, gucken, was uns da so erwartet. Kein Begrüßungskomitee? Ich bin enttäuscht. Aber hier doch bestimmt irgendwo, oder? Intruder in Docking Bay 4. Security to Docking Bay 4. Habe ich gerade erst den Typen erschossen, der dahinter stand? Na egal. Okay. Da war ja nichts Spannendes weiter drin, ne? Außer der Munition. Nicht, dass ich da jetzt was übersehen habe. Nee. Gut, ich glaube, wir mussten sowieso irgendwo eigentlich hier nur so am Rande lang. Und dann quasi da wieder raus. Dann muss ich aber wieder zurücklaufen, weil ich nicht so hoch springen kann. Ah, verdammt. Okay. Und auf die Tür. Die erste Salve schon gereicht. So, das sollte das Problem gelöst haben, hoffentlich. Ja. Übrigens an die Leute, die das auf YouTube gucken,
Also später dann. Nicht wundern, wenn ich hier irgendwelche seltsamen Fragen beantworte, die offenbar niemand gestellt hat. Ich gehe dann nebenbei auf den Chat ein, weil ich das auch gerade im Livestream habe. Nur so als Info. Da werde ich auch gerade gefragt, was mein Lieblingsfilm ist. Schwer zu sagen. Aber am ehesten würde ich, glaube ich, sagen Fight Club. Aber es gibt relativ viele Filme, die ziemlich weit oben in dieser Liste mitspielen. Kommt auch immer ein bisschen aufs Genre an, aber ich glaube, Fight Club ist schon so, den Film kann ich immer gucken. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin muss. Nur so am Rande erwähnt. Aber da unten liegen Hitpoints und die will ich ganz gerne haben. Nicht, dass ich sie dringend bräuchte. Aber mit 100-100 gehe ich hier irgendwie lieber raus. Better run, Miner! Komme ich hierher? Ich komme hier total her. Warum sind hier schon wieder so viele Leute? Wait, what? Na gut, dann, wir lassen das einfach mal da so am Rande stehen und gucken mal, wo wir hier so hinkommen. Over here! Help! Guards! Ah! Hehe. Hab ich da irgendwie. Da komme ich bestimmt durch den Lüftungsschacht irgendwie hin, aber ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Okay, wir gehen einfach so weiter. Wenn wir das können. Aber ich glaube, wir müssen da runter. Oder auch nicht. Ich speichere mal und gehe dann mal da runter. Boah. Das hat sich total gelohnt. Ich muss übrigens sagen, ich finde den Red Faction Soundtrack eigentlich ganz geil. Wow, Alter, geht's noch? Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Dinger platt gekriegt hat. Oh. Okay, mit Ausdauer. So ist auch so, oh, ich will nicht sterben. Geh zur Tür raus, komm zurück. Ah, stirb! Gott, wo kommt diese unfassbar kleine Tür her? Hat sie irgendeinen Zweck? Okay. Macht das Sinn, dass ich hier oben lang laufe? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich nicht. Need help here! Vielleicht doch. Intruder in Docking Bay 4 Maintenance Facility. Security respond. Offenbar habe ich jetzt irgendeine Tür aufgemacht, welche auch immer. Au. Ernsthaft? Na egal. Jetzt würde es sich fast lohnen, aber für 7 Rüstungspunkte irgendwie auch nicht. Aber Moment, hier kommen wir total her. Ich will hier gar nicht lang. Die Tür ist neu offen, oder? The elevator ahead should take you down to level N17, fairly close to the Red Faction base. Gott, noch weiter runter. All non-security personnel are required to return to their barracks for the duration of the disturbances. Uah! Was ist denn das für eine Scheiße? Bleibe ich da einfach an irgendwas hängen? Ich glaube, der Fahrstuhl ist nicht so glücklich.
wie gut das... Was? Wie hat der mich denn bemerkt? Achso, na gut, der hat wahrscheinlich gemerkt, dass die Tür aufgeht. Ja, ernsthaft? Kriegst 3 Schuss mit der Shotgun ab und das juckt dich nicht? Goddammit. So, jetzt könnte ich mal ganz gut Hitpoints gebrauchen. Rüstung, okay. Irgendwelche Midi-Packs hier. Paar Hitpoints, bitte. Sieht sehr aufregend aus. Ich finde, es sieht hauptsächlich sehr alt aus, aber... Okay. Endlich nutzen wir hier mal sinnvollen Kram. Tür kaputt, uns scheiße... uns scheißegal. Wir machen uns ein Loch. Ich mach das nochmal eine Idee größer. There are squads of miners somewhere ahead of you, Parker. Try to link up with them. Hast du noch Munition? Nein, schade. Ist aber auch alles nicht so ergiebig hier. Careful down here, Parker. This mine section was abandoned years ago and is none too stable. Gott. Irgendwo ganz tief in meinem Verdächtnis taucht gerade so eine Erinnerung an dieses Gebiet auf, das ich bislang völlig vergessen hatte, und diese Erinnerung ist nicht gut. Aber mal gucken. Vielleicht wird es nicht so schlimm, wie ich denke. Ich wollte gerade sagen, hier ist es verdächtig ruhig. Hauptsache, ich habe meine komplette Flammenwerfermunition verballert, bevor ich an den Typen dran bin. Fuck, das wird doch nichts. Wie gut, dass ich hier gespeichert habe. Parker. This mine section was abandoned years ago and is none too stable. Habe ich eigentlich das... Ich habe noch total die Assault Rifle mit 230 Schuss. Warum mache ich denn so einen Stress? Nehme irgendwelche Kackwaffen. Dachte, ich habe da nicht mehr so viel von, aber okay. Dann geht das ja total gut. Gott, wir sind in der Batcave. Ja, und gehen nochmal baden. Was? Ich bin ins Wasser gefallen. Mich gefälligst keinen Fallschaden zu nehmen. Careful down here, Parker. This mine section was abandoned years ago and is none too stable. Okay, ich meine, das Wasser war da nicht sonderlich tief. So 20 cm, aber hey. Ich finde, da kann man ruhig schon mal... Na gut, andererseits wäre ich sonst wahrscheinlich tot gewesen. Parker, we need your help. We're trying to knock out an Ultor geothermal power plant in this sector. Ah, das Kraftwerk, richtig. Launch a major attack, but our squads are running into stiff resistance. If you can help them take out the power plant, I can send more miners up to join you. Na, dann schalten wir mal das Kraftwerk aus. So, wo ist jetzt der Knispel mit der Shotgun? Ich habe ihn noch gerade schießen gehört. Ist doch irgendwo wer. Ohne Witz, man hat hier doch gerade wen reinlaufen sehen, oder? Und einen Shotgun-Schuss gehört, aber okay. Soll mir egal sein. Uah! Cover me!
I'm unarmed. Also, schießt mit der Shotgun auf mich. So, ja, ich bin unbewaffnet. Sie sind so fertig. Okay, habt ihr ein bisschen Munition für mich? Ah, Hitpoints, sehr schön. Okay. Offenbar musste ich nicht runter. Offenbar geht's da oben irgendwo weiter. Wenn ich irgendwie auf die Rohre käme, käme ich da in. Ich kann vielleicht auch einfach hier rüberspringen. Passt das? Ha, geht. Muss ich mich nur einmal ducken? Parker, one of my squads is pinned down inside the ventilation system. Can you help them out? I'll try my best. There's a route past the old rock crusher that should get you to the power plant, Parker. Help! Da komme ich doch niemals durch, oder? So, Moment, was hat er mir gerade gesagt? There's a route past the old rock crusher that should get you to the power plant. Okay, also das heißt, ich muss aber doch hier durch, oder? Just you and me, Miner. Gott, ich sehe so wenig. Parker, I've lost touch with everyone else up there. I think you're all we have left. Die, scum! Gott, da ganz oben. Until the power's cut to Alter's monitoring systems, they know every move we make. We're getting mowed down. I hope you can do it, Parker. Ich tue mein Bestes. Wenn das mein Bestes ist, dann möchtet ihr nicht mein Schlechtestes sehen. Oh fuck, ich wollte gar nicht speichern, ich wollte mich ducken. Naja, egal. Wir gehen hier trotzdem mal rein, ist bestimmt ganz sinnig. Das war nicht gut. There should be a ventilation opening here that'll take you to the miners, I suppose. Ah, Hitpoints, sehr schön. Und Rüstung, okay. Dann können wir den Fallschaden ja verschmerzen. Okay, und jetzt komme ich da rein. Will ich da rein? Soll ich da rein? Was passiert hier? Hilfe! Was? Jetzt mal aufhören, von so ein bisschen Fallschaden zu nehmen. Das finde ich total entzückend. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Das hier ist leider kein... Wo auch immer das Ding hingefahren ist. Ja, vor allem, wie komme ich denn hier wieder raus? Ist hier eine Tür? Nee. Ob das Ding jetzt zurückkommt? Ja, tatsächlich. Okay. Also hat es damit irgendwas auf sich? Was ich von League of Legends halte, ich weiß nicht, konnte mit so... Also mit dem kompletten Genre irgendwie nie so richtig was anfangen. Also ist einfach nicht so mein Fall. Hab's nie großartig gespielt. Okay, kann ich mich da geschickt reinfallen lassen und dann in das Rohr kriechen? Das funktioniert sehr schön. Oder auch nicht. Ah, mein Gott, ich muss gar nicht in das Rohr. Ich muss einfach mit dem Ding mitfahren. Gott, bin ich bescheuert. Ah, da hätte ich auch gleich drauf kommen können.